Momentan kriegen wir eine sehr, sehr gute erste Elf zusammen, auch wenn wir natürlich namhafte Ausfälle haben. Tranquillo Barnetta wird schon fast vergessen. Das ist für uns natürlich auch ein ganz wertvoller Spieler. Zumindest könnte er es momentan auch sein. Renato natürlich auch. Gar kein Thema. Ich drücke mal so aus, es sollten jetzt nicht nochmal 3, 4 Knie-OPs dazukommen und auch Platzverweise sollten keine dazukommen. Das heißt, wir sind auch natürlich im Bereich der Konzentration gefordert, auch diszipliniert zu spielen, saubere Zweikämpfe zu führen, bei allen Emotionen, die wir auf den Platz bringen wollen. Und wir wollen ja auch als leidenschaftliche Mannschaft wahrgenommen werden, als lauffreudige Mannschaft wahrgenommen werden, müssen wir es schaffen, auch kontrolliert zu spielen. Und wenn nichts weiteres passiert, dann könnte es so reichen. Gegen Gladbach haben wir auf jeden Fall eine sehr gute Aufstellung zusammen. Ja, insofern er spielt, was ich ja nicht verraten möchte, aber ich generell einfach mal froh bin, dass die Sperre abgelaufen ist und er zur Verfügung steht. Und ich natürlich auch live in Düsseldorf erleben durfte, dass er nicht nur ein gutes Spiel gemacht hat, sondern sehr cool dieses Tor gemacht hat. Und dann ist mir gleich die Situation eingefallen, in der er hier auch schon war. Ich glaube, er soll einfach das tun, was er die ganze Zeit bei uns gemacht hat, sich lauffreudig einschalten, soll sich weiter die Torchancen erspielen, die er sich hier bei uns erspielt hat. Und dann denke ich, ist es eine Frage der Zeit, die hoffentlich nicht länger wie 90 Minuten dauert, dass er bei uns das Tor macht. Aber ich glaube, dass beide Mannschaften sich nicht wahnsinnig groß überraschen lassen werden. Ich kann zumindest so viel sagen, dass es jetzt nicht gravierend viele Änderungen im Vergleich zum letzten Spiel vermutlich geben wird, weil rein von der Grundordnung her Gladbach zumindest in den letzten Spielen ähnlich spielt wie Wolfsburg. Damit meine ich aber nur die Grundordnung. Ich erwarte einen wesentlich stärkeren Gegner. Lucien Favre hat nach dem schweren Mission Klassenerhalt natürlich weiter seine Handschrift walten lassen. Man merkt, er ist jetzt im zweiten Jahr. Die Mannschaft spielt einen sehr guten Fußball mit einer guten Mischung im Defensivverhalten, sehr kompakt. Aber sie spielen auch, das geht immer etwas unter, weil sehr oft nur die 4 Gegentreffer thematisiert werden, dass sie eine sehr gute Abwehr haben. Es geht etwas unter, dass sie auch einen sehr, sehr guten Fußball spielen, den Ball auch sehr gut laufen lassen. Gladbach, Valencia, Schalke, ist die entscheidende Woche in der Hinrunde? Ich glaube, ich bin vor dem Genk- und Wolfsburg-Spiel auch schon gefragt worden, ob es die entscheidende Woche ist. Es ist eine sehr entscheidende Woche. Ich mache mir aber nichts vor, selbst sollten wir da 9 Punkte holen, werde ich vermutlich die Frage nach der entscheidenden Woche das ein oder andere Mal nochmal gestellt bekommen. Aber ohne Zweifel, werden ein anderer dann dran, die Frage zu stellen. Aber ohne Zweifel, wäre dieser Aufwärtstrend durch das Wolfsburg-Spiel natürlich erst dann zementiert, wenn du natürlich jetzt auch in der Liga gegen Gladbach und dann gegen Schalke auch nachlegst und idealerweise 6 oder Minimum 4 Punkte holst. Ja, muss ich eigentlich sehen, das genauso. Er ist sicherlich momentan in einer ansteigenden Form, in einer guten Form, kann man durchaus sagen. Und wie seine Mannschaftskollegen allerdings auch, das muss ich immer wieder dazu betonen. Die Mannschaft hat, wie gesagt, gegen Genk eine Energieleistung gebracht, noch keine spielerische Leistung, aber eine Energieleistung. Michael auch durch sein Tor gegen Genk und gegen Wolfsburg hat die Mannschaft eine sehr, sehr gute Leistung gebracht und Michael auch. Und von daher ist es ja gut, wenn Mannschaft und Spieler so Hand in Hand sich nach von der Leistung positiv entwickeln.